Fahrt in das Dorf Batubulan, wo ein Barong-Tanz aufgeführt wird. Löwenähnliche Fabeltier Barong verkörpert das Gute, das siegreich gegen die Hexe Rangda, das Symbol des Bösen, kämpft. Der von seiner Mutter der Hexe versprochen worden ist, soll nun geopfert werden. Böse Hexe Rangda. Mit Hilfe des Barong gelingt es dem Prinzen, seine Gegnerin zu töten. Er muss aber nun gegen ihre Schülerin, die ihm in verschiedenen Gestalten entgegentritt, weiterkämpfen. Oh, my God.
Die Kriegstänzer, die dem Barong beistehen wollen, werden vom Zaubertuch der Hexenschülerin, die sich in ihre Meisterin Randa verwandelt hat, verblendet und richten in Trance ihre Dolche gegen sich selbst. Der Barong jedoch macht sie unverwundbar. Schließlich werden sie vom Priester durch Besprengung mit heiligem Wasser aus ihrer Ekstase erlöst.